Bro? Ja, was los? Gar nichts! Yeah. Ey, Digga! So, weiter geht's! Du, Bro... Nein, Ruhe jetzt! Nee, wirklich, im Ernst jetzt, ich habe mir eine PlayStation und GTA Online geholt. Kannst du mir vielleicht helfen? Ich bin ein Anfänger in GTA Online in 2022 und starte mit 0 Dollar und möchte wissen, wie ich möglichst schnell ganz viel Geld machen kann. Gar kein Problem, mein Bester. Let's go! Freunde, was geht und herzlich willkommen zu diesem heutigen neuen Video von mir für euch. Schön, dass ihr mal wieder eingeschaltet habt. Heute, wie ihr sicherlich schon mitbekommen habt, soll es mal darum gehen, wie man als frischer Anfänger mit Level 1 in GTA Online und 0 Dollar möglichst schnell fett Kohle machen kann und das auch noch Solo, Freunde. Ist es denn zu fassen? Nein, es ist unfassbar. Natürlich richtet sich das Ganze primär an Anfänger und an die womöglich ganzen neuen Spieler, die mit dem neuen einzeln erhältlichen GTA Online bald dazukommen werden. Ich habe zwar schon gehört, dass da anscheinend ein dicker Geldbonus für die Starter dabei sein soll, aber falls es aus irgendeinem Grund doch nicht so weit sein sollte oder ihr schon wieder broke seid, könnt ihr euch dieses Video natürlich immer noch gerne reinpfeifen. Deswegen denke ich, ist es auf jeden Fall gerechtfertigt, so ein Video zu machen. Kurzer Spoiler, was wir in diesem Video vorhaben, damit ihr auch Bescheid wisst, auf was ihr euch hier einlasst. Wir werden von Level 1 mit 0 Dollar, so schnell es geht, nicht nur auf die 1 Million, sondern auf ganze 2,2 Millionen Dollar grinden, mit dem letztendlichen Ziel, sich die Kosatka kaufen zu können. Das ist immer noch die beste Geldmachbasis, die man sich schaffen kann. Dazu gibt es dann einige Steps, mit denen das Ganze recht zügig klappt und diese gehen wir hier jetzt im Folgenden durch. Freunde, ihr wisst, wie es läuft. Ich habe mir natürlich erstmal einen neuen Account erstellt. Grüße an der Stelle an Chef Burblinger. Was, Bruder? Einfach als Beweis für euch natürlich. Ich habe das Ganze selber, genauso wie ich es euch jetzt hier erzählt, durchgezockt und das klappt wirklich. Also könnt ihr es mir gerne nachmachen und ich verzapfe für euch kein Bullshit. Ich werde versuchen, alle wichtigen Details zu erwähnen, aber das Ganze möglichst kurz und knapp zu halten, so gut es eben geht und zügig durchgehen, damit ihr zwar logischerweise alle nötigen Steps habt, aber eben das Video nicht stundenlang dauert. Es wird eh ein relativ langes Video, denke ich, aber dennoch versuche ich nur die wichtigsten Sachen zu nennen. Arg viel schneller und auch nachhaltiger werdet ihr in GTA Online kein Geld machen können. Deswegen empfehle ich euch, haltet euch grob an das, was ich euch hier vormachen werde und dann klappt das easy. So, das war jetzt eine sehr lange Einleitung. Ich wollte halt einfach kurz ein paar Sachen davor klarstellen, aber ich denke, jetzt ist genug gelabert. Wir gehen rein ins Gameplay und starten mit Schritt 1. Let's go. Schritt 1 wäre folgender. Wenn ihr das Spiel startet, meldet euch am besten gleich im Social Club an und verknüpft euch. Das ist essentiell für meinen Guide und wird euch einige 100.000 GTA-Dollar bescheren. Im Hintergrund seht ihr schnell, wie es bei mir ging. Also es geht echt fix. Ihr müsst nur kurz auf den Social Club gehen und dann anmelden mit PSN drücken und dann einfach einen neuen Account erstellen und beides ist verknüpft. Zack, finito. Macht das kurz. Wirklich, ist Pflicht. Dann geht es aber auch schon weiter zum richtigen Gameplay. Wenn ihr dann letztendlich im Spiel seid, geht dann auf GTA Online und dann eröffnet erstmal eine Lobby für Spieler nur mit Einladung und dann spawnt ihr frisch auf der Map mit eurem Charakter mit 0 Dollar. Gegebenenfalls sogar mit ein paar Tausend, wenn Rockstar gönnt und eben mit Level 1. Und ja, was macht man als allererstes in GTA? Richtig, man klaut sich ein Auto. Und am besten sogar eins, das halbwegs flott aussieht und dann würde ich sagen, behaltet das erstmal, dann seid ihr nämlich erstmal mobil. Dann würde ich als nächstes mit diesem Auto zu einem nahegelegenen Laden fahren und den mal überfallen. Dort bekommt ihr so 1000 bis 1500 Dollar etwa. Scheiße. Aber wenn ihr wirklich wie ich von 0 Dollar starten solltet, dann braucht ihr dieses Geld auf jeden Fall. Wenn ihr das dann erledigt habt, geht's ab zum Diamond Casino. Dort geht rein, dann müsst ihr erstmal die eine Cutscene über euch ergehen lassen und könnt euch anschließend für 500 Dollar eine Mitgliedschaft kaufen. Dafür braucht man dann auch letztendlich das Ladenüberfall-Money, denn diese Mitgliedschaft holen wir uns. Das erlaubt uns dann einmal alle 24 Stunden am Casino-Glücksrad zu drehen. Da dreht ihr dann auch direkt dran und da kann man sich dann mit etwas Glück einen guten Startbonus in Form von ein bisschen Kohle oder RP holen oder vielleicht sogar ein Auto gewinnen. Ebenfalls könnt ihr dann an der Kasse den täglichen Besucherbonus in Höhe von 1000 Jetons mitnehmen. Diese Jetons könnt ihr euch dann zum Beispiel, falls ihr auch noch andere Jetons am Glücksrad gewonnen habt, alle zusammen an der Kasse in Dollar umtauschen und habt dann eben das Geld auf dem Konto. Als nächstes habe ich mich dann entschlossen, ein Auto zu verkaufen bei LS Customs. Das geht einmal pro Ingame-Tag, also alle 48 Minuten in Real Life. Ich empfehle immer, den getunten Sentinel XS zu klauen und den auch zu verkaufen. Dieser spawnt jedoch nicht immer und überall. Er spawnt nämlich immer so zwischen 22 Uhr abends und 4 Uhr morgens an dieser großen Kreuzung in der Nähe vom Eclipse Tower. Bei mir klappt das immer ganz gut, wenn ich ein- bis zweimal während dieser genannten Uhrzeiten um diesen Block fahre. Das triggert dann immer den Spawn von diesem Auto irgendwie ganz gut. Habe ich für mich selber rausgefunden. Vielleicht gibt es da auch noch andere Möglichkeiten. Der spawnt auch so mal. Aber so empfehle ich es euch. So wie ihr es im Hintergrund seht, fahrt da einfach im Kreis, bis dann entweder der gelbe oder lilane Sentinel euch da langsam entgegenfährt. Den dann eben schnappen und verkaufen. Auf jeden Fall immer mitnehmen. Gerade am Anfang ist es eine sehr gute Geldmachquelle, denn das dauert euch 5 Minuten. So, wir sind jetzt auf jeden Fall immer noch nicht wirklich reich mit einem Stand von 15.000 etwa, aber das wird sich jetzt so allmählich ändern, Freunde. Denn als nächstes widmen wir uns den Solomon Filmrequisiten. Aber davor noch kurz ein kleiner Hinweis in eigener Sache, Digga. Heute Abend bin ich wieder live auf Twitch ab etwa 20 Uhr, also schaut gerne vorbei, Freunde. Ich streame so gut wie immer Sonntag und Mittwochabend, also lasst gerne schon mal ein Follow auf Twitch da und falls ihr meinen Stream verpasst habt, gar kein Problem. Die besten Szenen des Streams gibt's immer auf meinem Highlight-Kanal Stretchbert, also schaut auch da gerne noch vorbei. Allgemein kündige ich meine Streams auch immer auf Instagram an, also könnt ihr auch da gerne reinfolgen, um keine weiteren Videos und Streams mehr zu verpassen. Kuss, Kuss, Kuss für den Support, Freunde. Alle Links sind natürlich in der Videobeschreibung
Beschreibung und warten nur so darauf, von euch abgecheckt zu werden. Also lasst euch nicht lumpen, Freunde. Genug mit der Eigenwerbung, weiter geht's mit dem eigentlichen Thema. Wir waren stehen geblieben bei den Filmrequisiten von Solomon. Diese Requisiten müssen wir für Solomon finden und zurückbringen und bekommen dafür Kohle. Genauer gesagt insgesamt bis zu $150.000. Wir starten mit der ganzen Sache jetzt schon, da sich das Ganze am Ende ein bisschen in die Länge ziehen kann. Und es ist somit ganz gut, das Ganze frühestmöglich ins Laufen zu bringen. Ihr findet Solomon dort bei der Filmklappe auf der Map. Da einfach reinlaufen ins Büro und auf geht's. Die erste Requisite ist auch direkt, wenn ihr wieder aus dem Büro rauskommt, direkt in der Ecke da links. Also die direkt schon mal einsammeln. Beim Zurückbringen je Requisite bekommt ihr $10.000. Ich habe es nach der ersten Requisite gleich mal zurückgebracht, um es euch zu zeigen. Aber ihr könnt doch erstmal mehrere Requisiten sammeln und anschließend irgendwann zum Büro und dann bekommt ihr die Belohnung auf einmal. Das spart ein bisschen Zeit. So, und wo ihr dann die restlichen Requisiten findet, dazu kommen wir jetzt. Der zweite Spot ist nämlich beim Vanilla Unicorn. Da müsst ihr nur eine nette Dame ansprechen, damit die mit euch nach hinten geht. Oder ihr rennt einfach so hinten durch, aber da gibt es meistens Stress im Club. Einfach ganz durchlaufen hinten ins Büro und dort steht die Requisite und dann könnt ihr auch schon wieder aus dem Club rausgehen. Der dritte Spot ist im Diamond Casino und wenn ihr dort reingeht, hinten im Klo an dem Pissoir hängt das dann. Wenn ihr in das Casino reingeht und da durchlauft, einfach immer rechts halten, dann landet ihr in der richtigen Toilette und wie gesagt, da hängt das Ding dann, schnappt euch das und ihr könnt wieder rausgehen aus dem Casino. Der vierte Spot ist oben in Sandy Shores bei diesen Alien Dudes auf dem Hügel, ist also auch recht easy zu finden. Der fünfte Spot ist auf einer Veranda von einem Haus, auch oben in Sandy Shores. Ihr seht ja wo genau auf der Map. Der sechste Spot ist jetzt vielleicht ein bisschen stressiger, gerade als Anfänger und zwar ist er in der Militärbasis Fort Zancudo. Da müsst ihr nämlich rein und zwar unten im Büro beim Turm. Lester könnt ihr leider nicht anrufen, der hat ja sonst auch die Möglichkeit, Fahndungslevel euch vom Hals zu halten, aber da seid ihr noch nicht weit genug im Spiel. Fahrt am besten von der Seite von Westen rein, also links auf der Map. Wenn ihr da über die Brücke fahrt, auf dem Weg zu diesem Zugang über dem Highway, ist es wichtig, dass ihr jeden von diesen Plastikpfeilern, der auf der Brücke steht, mitnehmt. Das erzeugt einfach einen psychologischen Vorteil gegenüber der Soldaten in der Militärbasis. Die werden euch dann weniger treffen, weil die denken, wow, okay, der Typ ist krass. Wir haben den schon vom Weiten kommen sehen mit den Plastikpfeilern. Den lassen wir lieber in Ruhe. Und dann bekommt ihr weniger Sterne. Spaß, Leute. Das war ein Witz, ne? Also wie gesagt, zurück zum Thema. Die Requisite steht auch direkt da am Tisch. Das ist einfach schnappen und dann seid ihr mit dem Thema auch schon durch. So, dann geht's zum siebten Spot und zwar ist dieser dort oben in den Bergen bei dem schönen Nudistendorf auf ganz wild. Ich bin einfach schnell durchgebrettert, ebenfalls mit einem Auto, weil die einen gleich beschießen, sobald man da in die Nähe kommt. Hab mir die Requisite geschnappt und bin hinten den Hügel wieder runtergeheizt. Das waren jetzt die ersten sieben normalen Spots, die immer gleich sind. Ich würde euch empfehlen, wenn ihr die sieben Spots habt, geht am besten jetzt schon mal zu Solomon und gebt die ab. Dann bekommt ihr auf jeden Fall eure 70.000. Habt ihr einfach schon mal safe und dann guckt ihr einfach weiter. Die letzten drei Requisiten sind Random Events, die in bestimmten Bereichen spawnen. Der achte Spot war der, den ich schon am Anfang zufällig mit Glück bekommen habe. Der ist da hinten im Bereich der Textilfabrik. Der steht auch manchmal einfach davor, der Van. Bei mir ist er jetzt über die Brücke gefahren. Es gibt verschiedene Random Spawns, wo das passieren kann. Deswegen guckt da einfach, haltet die Augen offen und fahrt ab und zu mal vorbei. Der neunte Spot ist da oben in der Nähe vom Eclipse Tower. In diesem Bereich auf der Map, den ich gerade im Hintergrund zeige. Und auch da müsst ihr einfach gucken, wo dann einfach der blaue Punkt spawnt. Und ja, der letzte und zehnte ist oben in Palito Bay, dieser Bereich. Also eigentlich so gut wie oben die ganze Stadt abklappern und gucken, ob der blaue Punkt irgendwann spawnt mit diesem Pickup. Grundsätzlich, wie gesagt, macht die ersten sieben Dinger fertig, holt euch die 70.000, den Rest macht ihr nicht auf Krampf. Das ist wirklich zu nervig, weil ich habe da echt locker 2-3 Stunden insgesamt für gebraucht, einfach nur, weil ich die ganze Zeit respawned bin, bis da endlich mal der Punkt gespawnt ist. Das braucht ihr nicht machen. Ihr habt ja eh vor, langfristig zu zocken, dann werden die früher oder später eh bei euch mal spawnen. Also, ihr bekommt je Requisite 10.000. Wie gesagt, die ersten sieben sind 70.000. Wenn ihr die letzten drei noch abgibt, sind es nochmal 30.000. Und dann, wenn ihr fertig seid, sozusagen als Bonus, kommen nochmal 50.000 obendrauf. Daher insgesamt 150.000. Und wenn ihr es dann wirklich irgendwann mal vollständig abgeschlossen habt, dann bekommt ihr eure Kohle logischerweise und es gibt noch ein wunderschönes Alien-Kostüm dazu. Danke, Mann. Das ist es auf jeden Fall wert, Freunde. Ich habe jetzt wirklich, glaube ich, eine Weile über diese Filmrequisiten gelabert, aber da muss man einfach, finde ich, auch wenn man es kurz halten will, das ein oder andere Detail nennen, dass das Ganze auch vollständig rübergebracht wird. Ich hoffe, es reicht von der Detailreiche her. So, und mein Kontostand war jetzt etwa an der Stelle bei 185.000. Also weiter geht's, Freunde. Jetzt sollten wir uns auf jeden Fall erstmal eine gewisse Grundausstattung zulegen und genau das machen wir jetzt. Als erstes empfehle ich euch, kauft euch die billigste Garage, die es gibt. Die kostet euch $25.000, also easy machbar. Dann geht ihr auf Legendary Motorsports und geht auf nach Preis sortieren. Dann seht ihr da, dass es den LG RH8 für $0 gibt. Also den auf jeden Fall mitnehmen für Ome. Jetzt habt ihr auch euer erstes eigenes Auto und der ist gar nicht mal verkehrt. Das schadet auf jeden Fall nicht, ein halbwegs gescheites Fahrzeug zu haben, das man sich immer anfordern kann. Damit fahrt ihr jetzt am besten zum nächsten Ammunition Laden und kauft euch dort die Micro MP. Die kostet euch knapp $4.000 und ich habe auch noch gleich ein größeres Magazin drauf geklatscht für etwa 10.000 und noch genug Munition geholt. Das Geld würde ich auf jeden Fall investieren. Jetzt habt ihr auf jeden Fall eine sehr gute Drive-By-Waffe. Jetzt stehen nämlich die drei Schatzsuchen an, die uns richtig geil Kohle bringen werden. Wir beginnen dabei mit der Mord-Kopfgeldjagd. Das Ganze ist nämlich ein kleines bisschen anders als früher, aber auch nur von der Art und Weise, wie man es startet. Früher kam da einfach relativ zügig, nachdem ihr gespawnt wart, egal wo ihr wart, eine SMS von der lieben Mord. Mittlerweile müsst ihr aber einmal zu diesem Ort fahren, wo das M mit dem Fadenkreuz ist, in der Wüste oben bei Sandy Shores. Wenn ihr dann da in der Nähe seid, dann kommt auch diese SMS von Mord schon und ab da ist eigentlich alles wie zuvor. Die Dame schickt euch eben erstmal diese SMS und anschließend kommt dann die erste Mail mit einem Bild von einem Ziel und auch eine Location, die dann auf der Map aufpoppt, wo ihr eben dieses
Ziel erledigen sollt. Fliegt da einfach hin, ihr hättet die Möglichkeit, das Opfer auch mitzunehmen zum Mord, dann würdet ihr $10.000 dafür bekommen, würdet aber auch ordentlich was an Zeit verlieren. Ihr könnt auch einfach das Ziel erledigen, dann kriegt ihr 5.000 statt 10.000 und das Ding ist gegessen. Das empfehle ich euch, so habe ich es immer gemacht. Nach jedem Kopfgeldauftrag müsst ihr kurz 1 bis 2 Minuten warten und dann kommt die nächste Mail mit dem nächsten Auftrag und dem nächsten Bild für das Ziel und das Ganze passiert insgesamt 5 Mal. Es gibt also 5 Kopfgeldaufträge von Mord und die solltet ihr dann einfach auch mal nach und nach schnellstens abarbeiten. Wenn ihr dann alle 5 erledigt habt, bekommt ihr direkt nach dem letzten Kill eine Nachricht von Mord, dass es einen Schatz gibt, den wir haben können. Auf der Map wird euch dann auch auf jeden Fall eine Truhe angezeigt. Dort fliegt ihr einfach hin und in dieser Truhe findet ihr den wunderschönen Steinkriegsbein. So, und wenn ihr jetzt euren Account mit dem Social Club verbunden habt, dann poppt dort oben links eine Challenge auf, wo steht, dass man 25 Kills mit diesem Beil machen muss. Wenn ihr das macht, bekommt ihr nämlich 250.000 GTA-Dollar, Freunde. Bei mir ging das recht zügig mit den 25 Kills und ja, ihr könnt auch einfach NPCs killen. Also ihr müsst nicht irgendwie online echte Spieler wegriefen und zack, nochmal 250.000 obendrauf. Also insgesamt 275.000 GTA-Dollar durch die Mord-Kopfgeldjagd. Wie ihr schon im Hintergrund gesehen habt, danach habe ich mich direkt in einen Carbonizare gesetzt. Das Ganze ist zufällig passiert, weil ich einfach damit abhauen wollte. Aber ich habe dann direkt 2 Sterne bekommen, was ein Zeichen ist, dass Simeon diese Karre angefordert hat. Das könnt ihr auch nochmal kontrollieren, wenn ihr in eure SMS reingeht. Da steht dann auch die Fahrzeuge, die Simeon anfordert. Wenn ihr euch zufällig in so ein Auto reinhockt, was halbwegs luxuriös aussieht und ihr dann 2 Sterne bekommt, empfehle ich euch, fahrt direkt zu einem LS Customs, lackiert das Ding um, bringt das zu Simeon an den Hafen, denn für diese schicken Fahrzeuge bekommt ihr meistens so um die 20.000. Das lohnt sich auf jeden Fall. Gerade am Anfang kann man das mal mitnehmen. Das ist nur ein kleiner Tipp nebenbei, weil es mir auch spontan passiert ist. Weiter geht's jetzt mit der nächsten Schatzsuche, die auch sehr, sehr lukrativ ist. Und zwar die Schatzsuche für den goldenen Revolver. Für die solltet ihr mittlerweile auch schon eine Mail erhalten haben. In der Mail ist ein Bild drin von einem Ort und da erscheint ein großes Feld auf der Map. In diesem Feld wird sich dieser Ort befinden. Dann müsst ihr diesen Ort finden. Es kann ein bisschen dauern am Anfang, wenn ihr euch noch nicht so auskennt. Ich habe auch kurz eine Weile gebraucht, aber im Endeffekt geht das auf jeden Fall auch klar. Wenn ihr den Ort findet, dann müsst ihr diesen Hinweis dort untersuchen. Wenn ihr den Hinweis untersucht habt, kommen noch 3 weitere kleine Felder auf der Map, die euch angezeigt werden mit 3 weiteren Hinweisen innerhalb dieser Bereiche. Wenn ihr diese 3 Hinweise dann gefunden habt, dann erscheint auf der Map eine Schatztruhe und dort könnt ihr euch hinbegeben. In dieser Truhe ist dann auch der goldene Revolver. Ähnlich wie vorher auch schon, gibt es bei diesem Gegenstand auch eine Challenge und zwar 50 Headshots verteilen. Auch wieder logischerweise das Ganze bei NPCs möglich. Und wenn ihr das dann erledigt habt, bekommt ihr 250.000, also wieder 250.000 für diesen Job. Also auch sehr, sehr schmackhaft, Freunde. Und dann hatte ich schon zu diesem Zeitpunkt auf einmal einen Kontostand von rund 700.000. Also es geht auf jeden Fall voran, Freunde. So, jetzt kommen wir zur letzten dieser 3 Challenges, die ich angekündigt habe. Und zwar der Schatzsuche mit dem Schlitzer von Los Santos und dessen Navy Revolver. Damit werdet ihr euch nochmal 275.000 GTA-Dollar erspielen können. Also einfach direkt weitermachen, Freunde. Pushen, pushen, pushen. Hyped, Bock. Jetzt keine Ausreden mehr hier, Freunde. Jetzt wird reingegrindet. Angriff. Da müsst ihr nicht irgendwie eine SMS oder Mail bekommen, sondern ihr könnt direkt loslegen, wann ihr wollt. Ihr müsst da erstmal ein paar Hinweise in der ganzen Map ausfindig machen und diese inspizieren. Wo genau diese Hinweise sind, seht ihr bei mir im Hintergrund auf der Map. Es gibt 4 Standardhinweise, wo die Orte immer gleich sind. Und der 5. Hinweis ist dann variierend an einem von 5 verschiedenen Spawns möglich. Der 1. Hinweis ist auf jeden Fall immer an der einen Scheune in dieser großen Kurve. Den kennt ihr wahrscheinlich, den Ort. Der 2. ist bei Sandy Shores am Flughafen. Der 3. Hinweis ist bei Grapeseed an der Scheune. Und der 4. Hinweis ist in Palito Bay auf der Rückseite von diesem Motor. Also wie gesagt, ihr seht ja im Hintergrund, wo die Spots sind. Die sind eigentlich recht leicht zu finden. 5. ist dann, wie gesagt, an 5 verschiedenen Orten möglich. An einem von diesen Orten würde er sich befinden. Bei mir ist er gleich am 1. Spot sozusagen oben an der Bahnstrecke gespawnt. Dort seht ihr dann einen Van mit ein paar wilden Sachen drin. Und den müsst ihr dann auch inspizieren. Und es gibt dann anschließend eine SMS vom Schlitzer. Aber es gibt noch 4 weitere Spots, wo der spawnen kann. Also klappert die einfach ab. An einem von diesen 5 Spots würde er dann sein. Und zwar als 2. Ort gibt es noch unterhalb der Brücke an den Bahngleisen, wo mein Marker auf der Map ist. Dann noch an den Gleisen bei den 2 Silos. Dann noch an der Militärbasis im Moor. Und auch noch in der Schlucht, also vom Fluss 1 über der Militärbasis, wo mein Marker auch zu sehen ist auf der Map. Da sind die restlichen Orte. Wenn ihr dann diese SMS vom Schlitzer erhalten habt, dann müsst ihr euch an den Flughafen von Sandy Shores begeben und zwar ab 19 Uhr bis etwa 5 Uhr morgens von der Uhrzeitspanne her. Dort wird er dann irgendwann aus dem Nichts spawnen und euch versuchen zu schlitzen, aber dann natürlich statt euch schlitzen zu lassen, einfach schnell killen die Sau und dann bekommt ihr erstmal 50.000 Dollar und auch noch seinen nicen Revolver dazu. Aber das war noch nicht alles. Wie gesagt, ihr bekommt ja noch ein bisschen Geld, nämlich wenn ihr mit diesem Revolver jetzt 50 Kills macht, gibt es nochmal 200.000 obendrauf. Also wieder ein sehr, sehr geiler Payday. Bei dem Inspizieren der 5 Hinweise gibt es auch jeweils 5.000, nur falls ich es noch nicht erwähnt habe. Somit kommt man dann insgesamt auf die 275.000. Das heißt, hier müssen auch wieder ein paar NPCs dran glauben. Und ich war jetzt bei einem Kontostand von schon fast 1 Mio und ich würde behaupten, dass bis hierhin, wenn nicht sogar bis zur ganzen Million, dass man eigentlich am ersten GTA-Tag easy hinbekommen sollte. Aber wir sind ja noch nicht am Ende, deswegen geht's weiter. Und zwar solltet ihr eigentlich jetzt ziemlich safe über Level 15 sein mittlerweile und das heißt, ihr könnt die Tagesziele erledigen. Bei mir waren die Aufgaben zum Beispiel an der ausgesuchten Serie
teilzunehmen und dann einfach zweimal modifiziere ein Fahrzeug. Sowas hatte ich auch noch nicht. Also lucky me, aber dafür bekommt man dann, wenn man diese Tagesziele abschließt, jeden Tag $30.000. Nach dem Abschließen der Tagesziele hatte ich dann auch zum ersten Mal die Mio geknackt und dann ganz klar, Freunde, kauft euch davon am besten den Adder für eine Mio und fertig. Joke, Freunde. Ah! So, aber grundsätzlich haben wir jetzt noch so etwa 1,2 Mio vor uns bis zu unserem Ziel von den 2,2 Millionen. Jetzt ist auf jeden Fall ein bisschen Grinden nötig, Freunde. Aber auch da gibt es jetzt noch ein paar ganz gute Tipps und Aufgaben, die das relativ gut schaffbar machen. Jetzt auf jeden Fall durchziehen, Freunde. Glaubt mir danach, wenn ihr das geschafft habt, wird es richtig nice. Ich empfehle euch jetzt, werdet VIP. Das könnt ihr über das Interaktionsmenü. Ihr braucht dafür nur $40.000 auf dem Konto. Benennt dann einfach eure Organisation und los geht's. VIP zu sein ermöglicht euch, sogenannte VIP-Aufträge zu machen, welche eine sehr lukrative Geldmachmethode sind, gerade wenn ihr wie aktuell noch keine Unternehmen habt. Ebenfalls habt ihr die Möglichkeit, euch als VIP über das Interaktionsmenü ein Fahrzeug zu mieten, wie zum Beispiel einen Buzzard. Das kostet euch halt 25.000, also passt gut auf den auf, aber dennoch empfehle ich euch das. Holt euch so einen Buzzard, die Zeitersparnis ist es auf jeden Fall wert. Mit diesem Buzzard solltet ihr jetzt erstmal ein paar VIP-Aufträge machen. Die findet ihr ebenfalls im Interaktionsmenü. Und anfangen würde ich da mit einem schönen Headhunter und das Ganze dann anschließend mit einer Stadtrundfahrt abwechseln. Bezüglich der Headhunter, da werden euch ein paar Ziele zum Ausschalten angezeigt auf der Map. Der Buzzard hat Lenkraketen, also eignet er sich dafür ganz gut. Zu den Stadtrundfahrtmissionen, die sind eigentlich recht entspannt. Ich mag die sehr gerne. Da müsst ihr nur kleine Hacks erledigen und dann diese Pakete einsammeln. Es gibt eine allgemeine Cooldown-Zeit für VIP-Aufträge, aber eben auch nochmal 5 Minuten extra für den Job, den ihr gerade gemacht habt. Deswegen macht das Abwechseln von zwei verschiedenen Jobs wie Headhunter und Stadtrundfahrt auf jeden Fall Sinn, um da die Wartezeiten zu optimieren. Das empfehle ich euch jetzt auf jeden Fall eine Weile zu machen. Wie gesagt, achtet auf euren Buzzard. Wichtig wäre schon, dass ihr so 8 bis 10 Aufträge insgesamt macht, bevor der Heli kaputt geht, damit sich das Ganze auch lohnt. Eine weitere Möglichkeit, um jetzt in eurer aktuellen Lage Kohle zu grinden, sind die Kontaktmissionen. Wichtig bei den Missionen ist auf jeden Fall, stellt die immer auf schwer, damit ihr das 1,5-fache an Geld bekommt. Ich habe jetzt einmal mal ein paar Missionen mit guter Bewertung von der Community rausgesucht und die direkt hintereinander gespielt. Ihr könnt ja gucken, welche genau das bei mir sind, aber ihr könnt auch andere schauen, wenn die irgendwie sich cool anhören oder wie auch immer. Ihr müsst da nicht die gleichen machen wie ich. Es gibt da bestimmt auch noch bessere von der Bezahlung her und so. Das Geile ist, wenn ihr die so back-to-back macht und einfach mal ein paar Missionen von diesen hintereinander zockt, dann könnt ihr die danach anschließend in eine Spielliste packen und jederzeit durchspielen und das nochmal viel schneller hintereinander. Einfach, um nochmal ein bisschen das ganze Geldmachthema zu optimieren. Ihr kennt dann die Mission, ihr könnt die schnell hintereinander machen, wirklich noch viel schneller, als wenn es selber aufruft jedes Mal. Das lohnt sich auf jeden Fall, das kann ich euch wirklich empfehlen. Also zockt einfach erstmal so 10 bis 15 Jobs und dann guckt, welche euch davon zugesagt haben, welche gut bezahlt wurden und packt die in eine Spielliste. Wie das mit einer Spielliste darstellen geht, seht ihr im Hintergrund, das ist eigentlich auch recht easy. Ich habe es dann immer so gemacht, dass ich einfach mir einen Buzzard geholt habe, 8 bis 10 VIP-Aufträge gemacht habe, bis der Heli kaputt war, dann einmal meine Spielliste durchgespielt habe, dann wieder meinen Buzzard geholt habe, dann wieder meine Spielliste durchgespielt habe und zwischendrin auch einfach mal wieder Autos verkauft habe und so weiter. Und im Schnitt hätte ich bei mir gesagt, waren das dann immer so 180 bis 220.000 Dollar, die ich da pro Stunde gemacht habe. Und da kann man sich eigentlich auch grob ausrechnen, wie viele Stunden das dauert, um dann auf diese 2,2 Millionen letztendlich zu kommen. Also, ich muss sagen, das ging echt klar. Immer zu beachten sind natürlich auch die Eventwochen, wenn da irgendwelche Gegner-Modi zum Beispiel Triple Money Bonus haben oder so. Versucht die mal aus, spielt die ein bisschen. Das lohnt sich auf jeden Fall auch, wenn ihr schnell vorankommen wollt mit eurem Geld machen. Das bringt auch auf jeden Fall ein bisschen Abwechslung rein, falls euch mal langweilig wird zwischen Kontaktmissionen und VIP-Aufträgen. Das ist natürlich auch ein wichtiger Faktor. Also, jetzt habt ihr auf jeden Fall einige Möglichkeiten mit den VIP-Aufträgen und den Kontaktmissionen, den Tageszielen, den Zeitrennen, Autos verkaufen, Autos für Simeon beschaffen und so weiter und so fort. Diese ganzen Sachen einfach immer miteinander clever kombinieren und abwechselnd machen. Und dann seid ihr aber auch schon nach geraumer Zeit bei den 2,2 Millionen auf dem Konto angekommen. Und Freunde, glaubt mir, jetzt habt ihr das Schlimmste hinter euch. Jetzt wird es nur noch geil. Es wird ganz, ganz wild. Ganz klar, mit den 2,2 Millionen, die ihr jetzt habt, wenn nicht sogar ein bisschen mehr, geht ihr auf Legendary Motorsport und bestellt euch 2 Exemplare vom wunderschönen Adder und tunet die noch ein bisschen mit dem übrig gebliebenen Geld. Und ja, das war's dann eigentlich auch schon. Beste Leben. Ich wünsche euch viel Spaß die nächsten Wochen. Ja gut, reicht dann vielleicht auch mal mit dem Joke. Natürlich nett. Aber das sollte natürlich euch auch bewusst sein. Nein, wie schon am Anfang angeteasert, sollte jeder dieses Geld nutzen, um sich die Kosatka, also das U-Boot, damit zu kaufen, um den Caio Perico Heist spielen zu können. Denn der ist nach wie vor die beste Geldmachmethode in GTA Online, auch in 2022. Dafür müsst ihr aber erst zum Diamond Casino, und zwar auf der Seite vom Gebäude, in den Club Music Locker reingehen. Da unten in der VIP-Lounge müsst ihr einmal mit Miguel Madrazo sprechen. Und nach dieser Cutscene könnt ihr euch dann dieses gute Stück auf Warstock für 2,2 Millionen bestellen. Das ist vorerst auch erstmal alles, was ihr braucht. Eine Zeit lang gab es da Probleme, dass die Leute nicht unten in die VIP-Lounge reinkamen und dachten, sie müssen irgendwie ein Penthouse im Casino dafür besitzen, dass man da reinkommt. Das stimmt nicht. Ihr braucht nach wie vor kein Penthouse für den Caio Perico Heist. Das hat Rockstar irgendwie zeitweise irgendwie komisch kommuniziert. Ihr musstet da eine Zeit lang erstmal zu dem Anwesen von den Madrazos fahren. Dann kam erst die SMS von Miguel, dass er euch in die VIP-Lounge einlädt. Die kam bei mir jetzt zum Beispiel direkt, als ich dann in der Nähe vom Music Locker war. Also ich glaube, dieses Problem hat sich mittlerweile behoben. Aber das nur zur Info. Man musste noch nie ein Penthouse besitzen und muss es immer noch nicht. Und damit haben wir jetzt endlich den Soll dieses Videos erfüllt. Für alle, die jetzt am selben Punkt stehen wie der gute
Bude Jeff Berblinger im Video. Gerne meinen Cayopedico Heist Guide abchecken. Damit geht es nämlich weiter. Ihr solltet jetzt auf jeden Fall den Cayopedico Heist spielen. Da wird auch in den nächsten Wochen nochmal ein überholter Guide für 2022 kommen von mir. Wenn das Ganze soweit ist, dann verlinke ich den hier auf jeden Fall entweder in der Infobox oder als gepinnten Kommentar. Werdet ihr dann ja sehen, wenn es soweit ist. Bis dahin nutzt gerne meinen bisherigen Cayopedico Guide. Der ist auf jeden Fall auch noch sehr zu empfehlen. Mit dem Cayopedico Heist werdet ihr jetzt wirklich fett Kohle machen können. Und mit dieser erspielten Kohle werdet ihr euch ganz schnell weitere Unternehmen aufbauen können und irgendwann ein richtig geiles Imperium beisammen haben. Zu den anderen Unternehmen und wie man das Ganze sinnvoll aufbaut, gibt es schon etliche Guides vom letzten Jahr auf diesem Channel und ihr findet alle in meiner Money Guides Playlist. Aber es werden auch noch in den kommenden Wochen und Monaten der ein oder andere neue Unternehmensguide für 2022 folgen. Also wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann klickt auf gar keinen Fall auf den Abonnieren-Button bei meinem Channel. So ein Ding. Freunde, und das war's von mir und ich weiß gar nicht, ob ihr es merkt, aber ich habe hier jetzt wirklich das ganze Video rumgeschrien und ich glaube, meine Aufnahme ging über eine Stunde und ich merke selber, dass ich hier heiser bin. Deswegen reicht's auch langsam von dem Video. Meine Stimme verlässt sich langsam. Seht ihr mal, was ich hier für einen Einsatz reinbringe in diese Videos. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt doch gerne einen Daumen nach oben. Das würde mich sehr, sehr freuen, wie immer. Folgt mir gerne rein auf Twitch, Instagram und kommt in unseren Discord und joint auch gerne unsere GTA Online Stretcher Crew. Außerdem auch nochmal gerne bei meinem Zweitkanal vorbeischauen. Würde mich natürlich auch sehr freuen, wenn ihr den abonniert. Alle relevanten Links sind immer noch in der Videobeschreibung. Da hat sich nichts dran geändert. Und dann wünsche ich euch eine wunderschöne Zeit in GTA, Freunde. Wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Macht's gut, ich wünsche euch was. Ciao, ciao.